Nach der Rücklegung aller politischen Funktionen von Natascha Berger, SPÖ, trat der Gemeinderat der Marktgemeinde Bad Deutsch-Altenburg am 27. Jänner 2014 zusammen, um einen neuen Bürgermeister zu wählen. Ohne dass den anwesenden Besuchern während der Gemeinderatssitzung ein Wahlvorschlag mitgeteilt wurde, kam es dann zum Urnengang, aus dem der geschäftsführende Gemeinderat Robert Strasser der Sozialdemokratischen Partei als Sieger hervorging. Alle 19 abgegebenen Stimmzettel waren gültig. Auf Franz Benno entfielen 8 Stimmen und auf Robert Strasser 11 Stimmen. Das ist die Mehrheit. Der Robert Strasser ist somit zum Bürgermeister gewählt und ich darf fragen, ob er die Wahl auch annimmt. Ja. Dann darf ich gratulieren. Dass er nicht nur in der Schrift trägt, sondern auch so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich möchte mich für das Vertrauen bedanken, was in mich gesetzt wird. Ebenfalls möchte ich mich bedanken bei all jenen, die mich zum Bürgermeister gewählt haben. Und möchte auch all jenen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in den nächsten Monaten zeigen, dass ich der Bürgermeister für alle Oldenburgerinnen und Oldenburger sein werde. Aus meiner Sicht haben wir heuer ein großes Projekt, das ist das Feuerwehrhaus Neubau. Diesbezüglich bin ich mir sicher, dass wir mit unserem Partner, dem Team Altenburg, voran in Herrn Vizebürgermeister und Finanzreferent Ernest Windholz, dieses Projekt rasch vorantreiben wird. Mir ist bewusst, dass das Amt sehr zeitaufwendig ist und möchte mich auch bei meiner Familie, voran meine Frau, bedanken für ihre Unterstützung. Gut. Weiters möchte ich hervorheben, dass die Gemeindeführung und die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auf ein gut eingearbeitetes Team am Gemeindeamt, am Bauhof und sämtlichen anderen Bereichen der Gemeinde unter der umsichtigen Leitung der Frau Ingrid